Heute gibt es ein geisteskrankes Mystery Box Opening. Lamborghini gegen Ferrari. Freunde, es wird geisteskrank. Jede Box hat 750 Euro gekostet, also 1500 insgesamt. Und mit dabei habe ich einen Special Guest, und zwar Lukas. Auf geht's, Freunde. Moin, moin. Let's go. Oh mein Gott. LOL. Und? LOL. Oh mein. Was? Ja, Freunde, ihr seht gerade schon, wir haben beide Boxen richtig hingestellt. Also einmal, ich werde die Lamborghini machen, du Ferrari. Schreibt gerne mal unten in Kommentare, was meint ihr, welche Box wird krasser? Und ich würde sagen, lass uns doch mal einfach anfangen. Ey Marvin, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, finde ich auch eigentlich Lamborghini krasser. Ja. Ne? Aber ich bin ganz ehrlich, ich hatte ja schon mal so eine, deswegen will ich unbedingt diese Ferrari-Box heute öffnen. Ja. Ich bin geisteskrank gespannt, Alter. Ja, dann lass mal anfangen, Lukas. Ja. Mach mal auf. Du feierst Lambo mehr, oder? Ja, Lambo ist krasser. Ich habe auch letztens den Ferrari gefahren, da muss ich sagen, ich finde trotzdem Lambo cooler. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Lamborghini oder Rari? Oh. Du reißt ja die ganze Box kaputt, ey. Ah. Junge. Alter, Bruder, wer hat das verpackt, Alter? Doch. Junge, Mann, ich raste aus jetzt. Eine Ewigkeit später. 3, 2, 1 und... LOL! Oh mein... Was? Digga! Alter, ey, warte mal. Ey, ist das nicht so einer, wo wir so drüber gefahren sind mit dem Auto letztens? Ja, das ist so einer. Geisteskrank, Leute, seht. Oh mein Gott. Aber der ist noch komplett heile, Leute, ihr seht das. Geil. Ja. Yes, der ist fett. Ey, Bro, guck mal, ich habe so einen übertrieben krassen Lego-Ferrari. Was kostet der, was meinst du? Alter, Bro, der kostet safe 300. Meinst du so teuer? Ich glaube so 300 Euro, ja. Ja, okay, dann... Digga, der hier kostet so 50, nehme ich mal an. Ja, das ist geisteskrank, Alter. Ja, dann 300 ist krass. Kann man das aufmachen, oder was ist das? Ja, das ist so, Leute, ihr seht auf jeden Fall, das ist so ein Lego-Ferrari zum Bauen. Lego-Technik ab 18, 1682 Teile. Geisteskrank. Alter, der ist ab 18. Lass mir nächste Sache machen. Ja. So, ich gleich mal rein und... Oh. LOL! Warte mal, was hab ich hier? Huh? LOL! Du hast ein Headset? Geil. Guck mal, ich habe sowas von Lamborghini hier. Ja. Eine Tasse. Oha! Eine Lamborghini-Tasse, Leute, ihr seht. Ich muss schon mal dazu sagen, Leute, ich glaube, so ein ähnliches hatte ich auch schon mal. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ja. Okay, warte mal. So. LOL. Okay, das sieht anders nice aus. Das ist krass. Das ist echt anders. Was kostet nice. Das? Ich glaube, das ist richtig teuer. Weißt du, was ich glaube? Was? Das sind diese Headsets, die bei der Formel 1 haben, ne? Damit sprechen die in der Boxengasse. Ey Leute, das hat eine geisteskranke Qualität, Mann. Ja. Alter, zieh das mal auf und sag mir ehrlich, wie bequem ist das, Alter? Das fühlt sich unnormal nice an. Oh mein Gott, Digga, ich sag, das kostet so 500 Euro bestimmt. Glaubst du, so teuer? Ja, das ist aus der Boxengasse haben die immer so speziell. Leute, ihr seht es jetzt gerade mal eingeblendet. Ja, stimmt, stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist schon krass teuer, glaube ich. Und diese Leute sagen dann so, yo, der kommt hier so in 10 Sekunden rein und dann habt ihr 10 Sekunden zum Reifenwechsel. Ja, das ist sowas. Das ist krass. Digga. Okay, das ist schon heftig, Leute. Dann würde ich sagen, nächste Sache. Und let's go! Was, Digga? LOL, jetzt hab ich so eine Tasse. Ich hab. Warte, wir müssen. Was heißt, was meine Tasse gekostet hat? Echt so 20, 30? Ja, ich schätze auch so 35. Leute, aber das ist richtig krass. Alter, guck mal, diese Ferrari-Tasse, die ist echt geil, Mann. Ja, ich glaube. Das ist so. Richtig reingraviert, die wird teuer sein. 50 Euro, sage ich. Kann sein, dass sie teuer ist. Die ist direkt von Ferrari. Guck mal, ich hab den hier. Also der kostet so einen 10er, würde ich sagen. Ja, vielleicht sogar weniger, oder? Ja, nee, das ist ein so, ich sag ein 10, was sagst du? Ja, ich sag mal so 8 Euro. Okay. Also Leute, bisher schon echt geile Boxen, Marvin. Also muss ich schon echt sagen. Woher hast du die eigentlich so, eBay auch? Ja, von eBay geholt. Ja, wo hast du deine geholt? Auch von eBay, ja, oder? Ja, eBay. Okay. Dann lass mal nächste Sache, bist du bereit? 3, 2, 1 und... Oh mein Gott! Hä? Ich hab ein Puzzle! Oh mein Gott! Ey, das ist anders geil. So ein 3D-Puzzle. Ey, weißt du, in dem Lamborghini-Laden, wo wir waren, da hatte der genau dieses Puzzle auf dem Tisch stehen. Das ist krass. Er hat es zusammengebaut. Und Leute, ich hatte eben einfach... Kann ich mal aufmachen? Digga, ich hatte eben einen Lego-Ferrari. Und jetzt habe ich noch einen Playmobil-Ferrari. Ich guck mal rein. Ey, wie krass. Leute, schreibt in die Kommentare, Lego oder Playmobil, was feiert ihr mehr? Ey, guck mal, der ist auch schon fast komplett zusammengebaut. Ja, meiner muss auch, warte, meiner, ich guck mal, wie es bei mir aussieht. Ja, schau mal. Oha, ja, nee, meiner ist gar nicht zusammengebaut. Ja, okay, klar. Schaut mal, Freunde, also so sieht's aus. Ja. Ja, nee, das dauert zu lange. Ja. Leute, wenn ihr sowas haben wollt, müsst ihr Lukas abonnieren. Ja, genau, oder abonniert auch Marvin, ganz wichtig. Ja, okay, dann lass mal die Sache machen. Was nimmst du? Ich hab was. 3, 2, 1 und zack. LOL. Hä? Warte, wir haben gerade nicht geschätzt, was es gekostet hat. Also ich sag mal, müssen wir noch kurz machen. Ach so, ja. Playmobil. Ich schätze mal
120. Okay, was meinst du, was kostet der hier? Ich sag 40. 60. Ja, 60, okay. So, aber ich glaube, ich sag dir ehrlich, der ist krass. Das ist Transformer. Lol. Okay, schau das mal. Ist auch anders nice. Ja. Das ist nice. Ich weiß gar nicht, wie man den aufbaut. Also Leute, ich habe hier eine Original-Ferrari-Trinkflasche aus so Metall. Ja, ich sag 6, oh. Ja, 10 Euro kostet deine. Nein, guck mal, die Qualität an, Alter. Guck mal, das ist hier komplett aus Metall auch Was innen. Kostet die? Ich würde no joke sagen. Guck mal, das ist hier auch so 3D drauf, gestickt, ja. Richtig, oder so. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ey, die kostet no joke 25, denke ich. Was meinst du, was kostet er hier? Der ist krass. Zeig mal, ja. Das ist zwar schon echt geil, aber guck mal, hier fehlt das Lamborghini-Logo vorne. Ja. Das? Deswegen denke ich, der kostet nur so 15. Jo, 3, 2, 1 und... Und let's Junge! Go! Oh mein Gott. Lol. Hä, warte, das ist doch genau dasselbe wie der. Ja. Hä? Ich hol den mal raus. ETF? Bruder, der ist richtig krass. Der Junge, ist richtig glaubst krass. Glaubst du, hier ist so eine Sonnenbrille oder so von Ferrari drin? Weiß ich nicht, ich muss mal gucken. Ach, lol, ist auch so ein Kuli. Junge, guck mal den an. Also meiner ist krasser. Lol, ja, der ist unnormal. Leute, Alter, schaut mal den Kuli. Der Kuli hat einen Zehner. Ja, ich glaube auch. Aber der ist, guck mal, der ist schon sehr hochwertig. Ja, das stimmt. Das ist geisteskrank. Kann man so rausdrehen und wieder so eindrehen. Oh, schon heftig, Mann. Ich glaube, wenn ich einen Ferrari hätte, dann würde ich nur noch mit diesem Kuli schreiben. Ja, das stimmt. Oder? Ja, das ist krass. Also mit dem tut man dann auch so unterschreiben, wenn man so einen Ferrari kauft am besten, oder? Ja. Sehr kranke Box bisher, Alter. Dann das nächste. Alter, oh mein Gott, für gleich habe ich noch was unnormal krasses, Leute. Zeig 3, 2, 1 und... Let's go! Oh mein Gott, lol. Alter, ein Polizeiwagen von Lamborghini. Alter, ein Lamborghini-Polizei-Urus. Oh mein Gott, kann man das auch machen? Alter. Und Leute, ich habe hier tatsächlich so eine... Ich habe hier einfach mal so eine Ferrari-Tasche oder sowas. Oh mein Gott, ist das eine Laptop-Tasche? Ey Marvin, du hast doch so einen Laptop. Ja. Ey, hol dir mal bitte. Komm, wir testen mal, ob der hier reinpasst. Also Leute, hier ist einfach mal der Laptop von Marvin. Und wir testen jetzt mal, ob der in die Ferrari-Tasche passt. Ey, guck mal, der passt, glaube ich, wie angegossen, Bro. Oh mein Gott, schau dir passt das mal es? An. Wie clean. Geisteskrank. Ey, glaubst du, du wirst die verwenden? Ja, also ich schenke dir die. Das war meine Box, ja, aber danke, ich schenke dir. Guck mal, nimm mal so. Boah, ist krass. Ja, ist nice. Ist geil, ne? Ja, Leute, aber ich habe hier mein Spielzeugauto. Schaut, Leute, und los. Boah, lol. Kann er auch Sirene machen? Ich weiß nicht, glaub nicht, ne. Schreibt mal rein, ob der Sirene anmachen kann. Aber ist echt nice, sieht cool aus. Aber ich sag dir, der ist teurer als deiner. Was meinst du? Nein, Digga, so eine Laptop-Tasche kostet safe 50. Guck mal, das hat ja auch richtig so dieses Italien so reingesteckt und so. Ja, okay, aber ich finde, der ist trotzdem ja cooler. Die schenke ich dir mal. Danke, Bro. Dann ja, lass mal jetzt weitermachen. Dann würde ich sagen, ich habe schon mal was. 3, 2, 1, let's go. Let's go. Oh mein Gott. Lol, als ob du noch einen Aventador da drin hast. Ja. Ich check's nicht. Bro, du hast so viele Autos, ich habe noch nicht ein einziges gehabt, gefühlt. Ja, das ist krass. Digga. Was ist das? Ah, das ist kein Parfum, sondern ein Eau de Toilette, wie das heißt. Oder von Toilette? Ja, von Toilette. Ja, geil. Darf ich mal? Gib mal kurz. Alter, das ist krass. Leute, schaut mal. Haha, du riechst nach Toilette. Nee, Spaß, das riecht sehr gut, Leute, natürlich. Also das nennt man auch Eau de Toilette. Ich rieche das nach Rari. Ja, also so riecht ein Ferrari doch von innen, oder? Okay, das stimmt. Aber ich sag dir, meiner ist teurer. Ja, natürlich. So also Parfum wäre teurer, aber das ist ja halt nicht ein Parfum, deswegen... 20. 50 Euro. 50. Aber einfach mal so einen krassen, Digga. Hier ist auch die Fernbedienung dafür. Ja, das ist geil. Geisteskrank. So, ich habe auf jeden Fall was. Wie viel hast du noch? Warte ich mal kurz. Ja. An einem Reindruck. Okay. 3, 2, 1. Let's go. Und ich habe einfach mal einen Formel 1 Ferrari. Digga, ich hab eine Mütze. Ja. Eine richtig geile Mütze. Ja. Lol, von Lambo. Ja. Und? Geil. Und ich habe das hier noch. Alter, so eine Handyhülle. Ja. Lass mal Smartphone rein. Oh. Ah nein, das ist für ein iPhone 11, glaube ich, oder so. Ja, das aber das, guck mal, ist so Lamborghini reingraviert. Oh, das ist nice. Ey, schau mal, wie findest du den? Der ist geil, aber ich glaube, meins ist teurer, weil ich zwei Sachen habe. Also Leute, der ist richtig detailgetreu. Ihr seht es wahrscheinlich hier gerade in der Cam. Richtig geil. Wie viele Sachen hast du noch? Ich habe noch zwei. Ich habe auch noch zwei. Okay, dann kommen wir jetzt zur vorletzten. Ja. 3, 2, 1 und let's go. Digga, also da du bin hast ich, noch ein Auto. Da bin ich echt enttäuscht, Mann. Ich wollte die ganze Zeit so ein großes Auto haben, aber ich habe noch eine Sache, Leute. Eine Sache habe ich noch. Ich muss schon sagen, boah, den finde ich jetzt nicht so krass. Boah, Digga, wie krank sieht das aus?
Nee, das stinkt total. Ja, riecht ein bisschen nach Achselschweiß. Also ist auch nicht schlecht, aber Ferrari vielleicht doch ein Tick besser. Ja, aber was meinst du, was teurer? Ja, deins natürlich. Guck mal, das ist voll der Schrott, Alter. Was tippst du, was kostet das hier? Made in China auch hier. Zeig mal. Ich habe noch eine Sache, Marvin, und die wird dich komplett zerstören. Bist du bereit? Die wird dich anders zerstören. 3, 2, 1, die letzte. Let's go! Oh mein Gott, was? Ferrari, Digga, der teuerste Ferrari, den es gibt, Leute. Und Alter, guck dir das mal an. Die Türen gehen auf und Junge! Oh mein Gott, okay, das ist auch geil. Gott. Ey, aber guck mal, meiner ist eindeutig heftiger. Schau mal, warte mal, die andere Tür. Der kostet irgendwie 8 Millionen oder so, ne? Ja, ja. Leute, das ist der teuerste Ferrari, den es gibt. Und der hat so, guck mal, so einen Innenraum sogar. Alter. Ja, guck mal, da kannst du sogar so Gas geben. Der kostet so bestimmt 200 oder so, ne? Ich glaube sogar noch mehr. Also ich weiß nicht, ob das so ein Sammlermodell ist oder ob das so, weil das war einfach jetzt hier so drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit Fernbedienung ist oder nicht. Aber das, wenn es ein Sammlermodell ist, kostet der geisteskrank viel. Ja. Und was meinst du, das kostet das Set so? Das ist auch hochwertig. Boah. Ja, ist so krass mit Duschzeugmäßig. 70. So. Aber ich glaube so 100. Ja, guck mal, das ist ein richtiges Parfum, Leute. Ja, das wird dann teurer sein. Geisteskrank. Also die Boxen haben sich echt gelohnt. Was meinst du, was haben die so insgesamt für einen Wert? Ich glaube, mit Ferrari habe ich plus gemacht. Ja, also ich glaube, Ferrari alles 1000 würde ich schätzen. Ah, wobei. Nee, das wird teurer sein. Der kostet allein schon 500. Also wenn das so, guck mal, der kostet ist, 500, ja. Das da hinten 300, sind schon 700. Ja, ich sag 1000 vielleicht, 1100. Was meinst du, was hat meins gekostet hier? Also, 700. Ja, also ich glaub, du hast Minus gemacht, ja. Aber ich weiß nicht, sehr krass. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Check gerne Lukas ab, ganz wichtig. Und ich würde sagen, danke schön, Leute. Ciao, Kos, und tschüss.